Als nächstes sprechen wir über den VfB Stuttgart. 1:1 gegen Bayern 04 Leverkusen. Dein Ex-Verein, hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe die Highlights gesehen. Wie hast du die Highlights wahrgenommen, frage ich dann. Ich glaube, dass Stuttgart es relativ gut gemacht hat, sie halt gekämpft haben. Ich fand den Elfmeter von Gyasi sehr mutig, in so einer Situation so einen Elfmeter zu schießen. Frage, würdest du auch machen? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber ja, ich glaube, dass Leverkusen auch gut drauf ist. Und jetzt gerade gegen Leverkusen zu punkten, vor allem in der Phase, wo du gegen den Abstieg spielst, spricht schon dafür, dass die Mannschaft auch lebt, dass sie auch noch dran glauben. Und ich glaube schon, dass der Punkt extrem wichtig ist für Stuttgart. Jetzt steht ja Stuttgart trotzdem zusammen mit Schalke so ein bisschen als der Verlierer des Spieltags da, aufgrund des Sieges der Bochumer. Aber die Stuttgarter haben natürlich trotzdem noch eine große Chance, Holger. Siehst du die Stuttgarter da noch in Reichweite für Platz 16 oder vielleicht sogar Platz 15? Definitiv. Also ich sehe eher, die Hertha ist für mich durch, aber dann ist eigentlich eher Bochum noch diejenigen, die für mich direkt absteigen. Stuttgart macht einen besseren Eindruck. Durch den Trainerwechsel ist ein besseres Gesamtgefüge. Ich habe auch mit ein paar Spielern noch ein bisschen hin und her mal geschrieben. Der Trainer kommt gut an, hat ein gutes Verhältnis zur Mannschaft, redet viel, hat eine gute menschliche Ader. Und das sieht man auf dem Spielfeld. Die machen ja besseres Skill oder geben ein besseres Bild ab. Die Ergebnisse kommen auch. Das war jetzt ein 1-1. Ja, völlig in Ordnung, Punkte nehmen und die nächsten zwei Spiele einfach nochmal alles raushauen. Aber ich glaube, Stuttgart wird es packen und sogar, ich denke sogar, dass es direkt packen. Direkt? Oh, direkt würde, glaube ich, heißen, Mainz und Hoffenheim sind die beiden Spiele. Ne? Dann 6 Punkte, okay, ist sicherlich möglich. Auf der anderen Seite, was mich beim VfB so ein bisschen irritiert, da hieß es vor der Saison immer, ja, wir haben so viele Talente, Goldauge Mislintat hat den Kader zusammengestellt. Also hieß es ja, Holger. Ja. Wenn du dir dann die Mannschaft anschaust, da fehlt wirklich so ein bisschen vielleicht auch mal ein Drecksack. Das sind alles so Spieler, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, richtig gute Fußballer. Und was mir in der Saison auffällt, Holger, du guckst ja auch immer drauf, die gewinnen 1, 2 Spiele mal und dann lehnt man sich wieder so ein bisschen zurück. Das war nach jedem Trainerwechsel mal so. Jetzt unter Hoeneß ging es auch richtig gut los. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Triffst zwar jetzt auf Mainz, die im Moment irgendwie auch nicht so gut drauf sind, aber wenn du 2 Spieltage vor Schluss immer noch erzählst, was du eigentlich für eine tolle Mannschaft hast und bist auf Platz 17, da passt irgendwas auch nicht so ganz zusammen. Du musst jetzt natürlich, jetzt kannst du anfangen zu rechnen, auch das Restprogramm heißt ja jetzt auch. Was ist zum Beispiel mit Leverkusen am letzten Spieltag gegen Bochum? Bereiten die sich dann gerade aufs Europa-League-Finale 4 Tage später vor? Da ziehst du als Spieler vielleicht mal zurück oder musst du über die Liga dich selbst noch qualifizieren? Das sind ja auch alles Unbekannten, die im Moment auch da drin sind. Ich möchte jetzt gerade, also Stuttgart, bin ich bei dir, hat deutlich bessere Chancen noch als Hertha. Aber sie verlassen sich meiner Meinung nach zu viel auf das, was sie Qualität nennen. Okay. Ja, und am Ende dann doch 2 Jahre hintereinander, sehr weit unten. Letztes Jahr in allerletzter Sekunde den Klassenerhalt noch geschafft. Legendäres Tor gewesen, um den 15. Tabellenplatz zu erreichen. Davor die Saison hat man ja bei Stuttgart das so ein bisschen anders wahrgenommen. Junge Talente, erfrischenden Fußball gespielt. Was meint ihr, ist da passiert, dass es dann doch relativ schnell wieder in Bundesliga in die unteren Tabellenregionen gerutscht ist? Ich glaube, ist schon ein wichtiger Punkt, was Thomas angesprochen hat, Führungsleck. Also Führungsspieler wurden nicht ersetzt, also denkt da an Castro-Zeiten und so, absoluter Leader, auch Daniel Didavi, ja, wen haben sie da alles gehabt? Und das haben sie eben nicht auffangen können. Es ist eine unfassbar talentierte Mannschaft. Ich würde da aber auch mit Holger gehen. Ich glaube, sie steigen nicht ab. Dafür sind sie zu gut. Dafür haben sie auch einen riesigen Faustpfand mit Ciro Guirassy da vorne, der da wirklich für ein paar Tore auch gut ist. Aber sie haben es verpasst, irgendwie Führung in diese Mannschaft zu bringen. Und ich glaube, Wataru Endo ist zwar vielleicht ein sportlicher Leader, aber ich kann mir den auch nicht als so richtigen Drecksack vorstellen, dass er dann mal eine Ansage macht. Und das fehlt dieser Mannschaft. Ich glaube trotzdem, dass sie zu gut sind, um abzusteigen. Aber überleg dir mal, wenn jetzt vielleicht Relegation, Schwabenduell gegen Heidenheim, hast du mal Heidenheim Fußballspielen gesehen, was das für eine Powermannschaft ist? Boah, ich glaube, die fegen den VfB von der Alp runter, also wirklich läuferig. Da kann von den, wie ich es eben gerade gesagt habe, das sind alles gute Techniker, aber haben die mal den rauen Wind da an der Brenz gesehen, mein lieber Mann? Also Heidenheim ist eine Mannschaft, die kann dich einfach totlaufen. Ich bin gespannt, ob der VfB so ein Spiel dann packen würde. Auf der anderen Seite hat Stuttgart auch echt häufig jetzt Mentalität gezeigt. Sie haben am Ende auch Spiele nochmal gedreht und du hast gerade Endo angesprochen. Klar, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, mag vielleicht jetzt kein Lautsprecher sein, aber er gefällt mir schon sehr gut auf dem Platz, gerade in den wichtigen Momenten.
Er ist immer anspielbereit, der macht immer die vertikalen Läufe, versucht die Jungs mit anzutreiben. Und ich habe jetzt auch das eine oder andere Spiel von Stuttgart gesehen, mir gefällt die Spielanlage auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Die versuchen Fußball zu spielen, Gerassi vorne ist halt richtig gut. Silas gefällt mir auf den Außen. Die haben schon auch Qualität und ich glaube, dass die jetzt mit Sebastian Hoeneß einen guten Trainer haben und deswegen denke ich auch, dass sie es packen. Wobei, Hertha dürfen wir noch nicht abschreiben. 2%. 2%. Richtig. Holger, du warst ja auch beim VfB. Guckst du dir noch alles genau an? Nicht mehr so genau. Ich habe viel mitbekommen. Ich habe viele, insgesamt 6 Jahre meiner Karriere dort gespielt. Ist viel auf und ab in diesem Verein auch. Wie bei Schalke, wie bei Köln zu alten Zeiten, da ist jetzt ruhiger, wie bei Hertha. Es sind einfach viele Wechsel vonstatten gegangen. Und jetzt habe ich eben gerade das Momentum genannt. Jetzt ist gerade ein bisschen Ruhe. Ja, man spricht nicht zu viel, sondern man arbeitet. Der Trainer macht einen sachlichen Eindruck. Die Mannschaft ist gerade im Moment besser drauf. Und deswegen sehe ich das Momentum gerade auf Stuttgarter Seite gegenüber Bochum etc. Aber da ist einfach in den letzten Jahren so viel passiert, so viele Wechsel, auch von den Spielern. Wie gesagt, Castro, du hast ihn einfach, der war Kapitän und im nächsten Jahr war er weg. Und es sind so viele Säulen, die einfach weggebrochen sind. Klar kannst du auf die Jungen setzen, aber immer die Mischung macht es immer aus. Die Mischung macht es in jedem Verein aus, in der Führung, aber auch in der Mannschaft. Und das ist einfach in den letzten Jahren so durcheinander geraten beim VfB. Und das ist einfach für mich immer schwer zu verstehen, weil der Verein hat so viel, der hat Geschichte, der hat tolle Fans, immer ausverkauftes Stadion, Wirtschaftskraft, also das ist unglaublich. Aber es kommt einfach nie derjenige, der ja an die Führung, der sagt, so und so geht's, so gehen wir den Weg. Und dann eben gute Leute an der Hand zu haben und den Verein zu führen und dann eine Mannschaft aufzubauen, die einfach auch wieder gerne beim VfB Stuttgart spielt. Das fehlt mir einfach und das wünsche ich mir für den Verein, weil es ist wie gesagt ein toller Verein. Aber vielleicht auch so ein kleines bisschen. Ich kann mich erinnern, ein Präsident, der zu deiner Zeit noch da war, der hat gesagt, der VfB muss die dritte Kraft in Deutschland werden. Das ist der selbsternannte Anspruch in Stuttgart. Guck dir die Bilanz der letzten Jahre an. Und wir hatten gerade das Thema Defensive gehabt. Das habt ihr beide genannt. Ich finde bei allem Respekt, Bredlo und Müller, das ist jetzt nichts hinten im Tor, wo du Stabilität von hinten ausstrahlst. Zagadou, richtig talentierter Spieler, der hat, glaube ich, schon 4 Elfmeter verschuldet. Mafropanos ist gesperrt oder verletzt. Also das ist schon auch, wenn du dann über die Defensive sprichst, da kannst du auch einen Angstschweiß kriegen. Definitiv. Du für einen Abstiegskampf brauchst du definitiv einen guten Torhüter. Das ist ganz wichtig und da haben sie auch schon einige Wechsel innerhalb der Saison gehabt. Müller war ja mal richtig gut. Definitiv, aber da hat sich auch einfach wieder vieles gewechselt und du brauchst einen guten Torhüter, du brauchst eine gute Abwehr, um wirklich den Karren durch den Dreck zu ziehen. Ob sie das schaffen, wird man zeigen, aber die haben halt Fans, ja, die sind da, das Stadion ist voll, die tragen sie und darum habe ich einfach das Gefühl, dass momentan ein wenig Ruhe in dem Verein ist, es wird sich fokussiert. Sie halten zusammen und deswegen glaube ich schon, dass sie es schaffen. Andy, siehst du die Stuttgart am Ende der Saison noch in der Liga? Ihr könnt ja auch noch auf den Abstiegskampf einwirken am 34. Spieltag. Gegen Schalke, genau. Egal wie dieses Spiel ausgeht, das Lächeln merke ich mir auf jeden Fall. Ich hoffe es, weil ich finde, so Mannschaften wie Schalke, Stuttgart, die gehören einfach in die Bundesliga. Ich glaube, ich bin damit groß geworden, dass sie immer in der Bundesliga waren und eigentlich nie was mit dem Abstieg zu tun hatten. Okay, Schalke jetzt das letzte Jahr schon, aber sonst waren die eigentlich immer da und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass Stuttgart auch drin bleibt. Ja. Gegen Stuttgart hast du ja jetzt auch gespielt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass denen so ein bisschen das Eklige auf dem Platz fehlt. Kannst du das bestätigen? Ich muss sagen, als wir gegen Stuttgart gespielt haben, war es kein einfaches Spiel. Wir haben zu Hause gespielt, sie haben sehr gut verteidigt, sehr kompakt gestanden. War ein Torwartfehler, der zum 1-0 geführt hat, ein Freistoß, ein Aufsetzer. Und ich glaube, das hat uns in dem Spiel schon gut getan, dass wir dann durch so ein Tor in Führung gegangen sind, weil es sonst auch schwer ist, gegen kompakte Mannschaften zu spielen. Und ich glaube, einfach in so Situationen kannst du halt diese einfachen Fehler nicht erlauben. Wobei dann auch vielleicht wieder der Kopf eine Rolle spielt, wenn du dann da unten drin bist, dass du dir zu viele Gedanken machst und nicht einfach nur dein Spiel spielen kannst.